liebe Aquarellfreunde, heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, die granulierenden Aquarellfarben. Damit es gleich nicht zu theoretisch und trocken wird, werde ich nach ein paar Erklärungen zwei Steinemotive mit diesen speziellen Farben für euch malen. Unter Granulieren versteht man die Eigenschaft von Pigmenten, sich auf dem Papier beim Trocknen stellenweise zusammenzuschließen. Das erzeugt eine interessante Struktur, die wir ja normalerweise im Aquarell nicht so leicht bekommen. Ich habe das oft schon ausprobiert, zum Beispiel in meinen Skizzenbüchern bei meinen Steinmotiven. Ich bin ja oft in Schweden unterwegs und da male ich sehr viele Steine und nutze die granulierenden Farben sehr viel für diese Art zu malen. Hier sehen wir einmal die Steine, hier auch. Und das hat mich auf die Idee gebracht, heute dieses Steinemotiv auch für euch zu malen. Auch andere Oberflächenstrukturen, die interessant aussehen sollen, gehen sehr gut zu malen mit diesen granulierenden Farben. Hier haben wir zum Beispiel eine menschliche Figur. Da habe ich versucht, mit diesem Potters Pink hier die Granulation, die Hautoberfläche eben sehr interessant zu gestalten. Bevor ich euch jetzt einige Beispiele aufmale, wie die Granulation der Farben auf dem Papier wirkt, erzähle ich euch erstmal ein wenig darüber, wie ich eigentlich erkenne, ob eine Farbe granuliert oder nicht. Die Hersteller haben ja jahrzehntelang versucht in früheren Zeiten, die Granulation der Farbe zu verhindern. Das heißt, die Aquarellfarbe sollte so glatt und weich wie möglich sich auf dem Papier verhalten. Und in der letzten Zeit gab es eben mehrere Aquarellkünstler, die gesagt haben, nein, dieses interessante, spektakuläre in der Oberfläche, das wollen wir gern haben. Und deshalb hat zum Beispiel Schminke 2017, als sie ihr Sortiment erneuert haben, haben die Wert darauf gelegt, ich glaube 28 oder um die 20 Farbtöne sind neuerdings bei Schminke granulierend. Auf den Farbtuben stehen ja immer sehr viele Informationen mit drauf. Ich sage da gleich noch was dazu. Ob die Farbe granulierend ist oder nicht, steht leider nicht auf der Tube. Dafür muss man sich diese Farbkarte von Schminke hier besorgen. Bei den granulierenden Pigmenten zusätzlich zu allen anderen Informationen ein großes G in der Tabelle. Und das heißt, dieses Pigment granuliert. Das heißt, wir sehen es hier in der Farbkarte schon, beim Trocknen schließen sich die kleinen Pigmentkörnchen in so Pfützen zusammen und bilden diese etwas strukturierte, krisselige Oberfläche. Potters Pink, mit dem werde ich heute arbeiten, hat auch das G und wir sehen hier sehr schön schon in der Farbkarte, dass es funktioniert. Daniel Smith ist eine amerikanische Marke, deren Farben ich auch sehr gerne benutze. Das sind sehr leuchtende, schöne Aquarellfarben und viele, viele von denen granulieren. Wir haben hier auf dieser Dot-Card, die man sich im Internet bestellen kann, ein Y für Yes, für granulierend und ein N, wenn sie nicht granulierend sind. Und wir sehen hier schon in dieser Palette der Erdtöne, dass fast überall dieses Y steht. Das Granulieren der Farben hängt nicht allein vom Pigment ab, sondern auch von dem Aquarellpapier, welches ihr benutzt. Ich werde euch das hier an zwei verschiedenen Papieren einmal zeigen. Das eine ist das Arche Grandfin Papier 300 Gramm, welches ich sonst auch immer benutze. Das ist ein reines Baumwollpapier. Und das andere ist Canson Fine Face. Und das ist ein Zellulosepapier. Also es hat eine ganz kurze Holzfaser und verhält sich mit den Farben ganz anders als dieses reine Baumwollpapier. Um euch das ein bisschen zu zeigen, werde ich jetzt hier kleine Felder mit, sagen wir mal, 4 Farbtönen, die ich nachher auch benutze, schon mal vorbereiten. Und dann können wir uns jetzt im Moment einmal ganz auf die Granulation konzentrieren. Ich nehme mal Potters Pink. Ich habe mir übrigens hier für meine granulierenden Farben so einen kleinen Aquarellkasten besorgt. Das sind so die überwiegenden Steinefarben, die ich immer wieder benötige, die wir auch heute zum Einsatz bringen werden. In diese Fächer hinein kommt dann immer die frische Tube und dann habe ich die Farben auch immer wieder frisch und in cremiger Konsistenz zur Verfügung. Wichtig ist immer, dass wenn ihr den Granulationseffekt wirklich schön haben wollt, dass ihr ordentlich Pigment und ordentlich Wasser auftragt. Nicht zu zögerlich damit sein. So, und wir sehen jetzt schon, das dauert immer ein bisschen, ja, es ist ja jetzt noch sehr nass und die Pigmente setzen sich jetzt durch das Wasser natürlich, bewegen die sich und setzen sich auf den Papierboden ab. Und dabei schließen sie sich in so kleinen Grüppchen zusammen und zwischen diesen Grüppchen entstehen diese hellen kleinen Wasserränder und das macht diese Struktur, um die es uns geht. Jetzt nehme ich die zweite Farbe, Kobalt Azur von Schminke. Das ist eine ganz neue Farbe im Schminke-Sortiment.
ist ein bisschen mit irreführendem Titel. Das heißt Kobalt Azur. Man könnte also denken, das ist die perfekte Himmelsfarbe. Granuliert aber stark und ist deshalb für einen leichten Sommerhimmel eigentlich nicht geeignet. So, wir nehmen nochmal das Eisenoxidschwarz. Ja, hier sehen wir das jetzt ganz schön, wie das Pigment arbeitet und sich zusammenschließt. So, wir nehmen jetzt noch Französisch Ultramarin mit dazu. Das ist ja eine Farbe, die man ohnehin wahrscheinlich im Kasten hat. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Ultramarin, das granuliert nicht. Und Französisch Ultramarin granuliert fast bei allen Herstellern. Wir sehen, wie schön die einzelnen Farben granuliert haben und dass es leichte Unterschiede zwischen den Papieren gibt. Wir haben hier eine etwas weichere Anmutung, finde ich, der Pigmente, die sich ein bisschen doch mehr noch zusammenfügen. Und hier haben wir einen kleinen Wasserrand mit in das Schwarz reinbekommen. Sieht ja schon wirklich fast aus wie ein Stein. Also diese Struktur, die jetzt hier oben von ganz alleine entsteht auf den Farbaufträgen, die nutze ich gleich für meine Steineübung. Diese erste Steineübung werde ich arbeiten mit diesen vier Farben. Potter's Pink kennen wir schon von vorhin. Umbra Natur kommt neu dazu, auch aus der Schminke-Edition der granulierenden Farben, genauso wie Kobaltviolett und das Eisenoxidschwarz habe ich auch vorhin in der Übung schon verwendet. Ich arbeite in zwei bzw. ich glaube drei Farbaufträgen und der erste startet mit den helleren Tonwerten, mit Umbra Natur, Potter's Pink und auf der schattigen Seite mit Kobaltviolett. Mein Licht soll von hier kommen, das habe ich mir so festgelegt und ich arbeite wieder auf zwei verschiedenen Papieren, um zu vergleichen, wie die Granulation funktioniert. Ich versuche die Farben nicht so sehr auf der Palette zu mischen, sondern mehr auf dem Papier, damit die sich schön ineinander bewegen. Hier sehen wir schon wieder das Potter's Pink, was wirklich toll funktioniert. Dann möchte ich hier eine Lichtkante haben, das heißt, da kommt einfach nur klares Wasser dran. Und hier müssen wir ein bisschen was Nettes drauf spritzen. Das ist immer ganz wichtig, wenn ich einen runden Stein, ich werde ja nachher auch noch die eckigen Steine malen, wenn ich etwas Rundes kreieren möchte, sollten diese Verbindung zwischen den einzelnen Farben oder auch zwischen Licht und Schatten nachher weich sein, dann rundet es sich. Und wenn ich es scharf und scharfkantig male mit Ecken, dann wird es auch eine eckige Oberfläche. Mein Kobaltviolett-Ton von Schminke, das ist eine sehr transparente Farbe, die also, sehen wir hier schon, gar nicht groß. Ups, jetzt läuft mir das hier rein, aber das heißen wir mal willkommen. So, das war für den ersten Farbauftrag hier genug. Das gleiche jetzt auf dem Arschpapier. Das ist wieder Umbra Natur. Anschließend, da wo der Stein schon etwas dunkler, nicht mehr so viel Sonne abbekommt, kommt Potter's Pink dran. Bisschen spritzen schon mal, weil diese Steine natürlich ein sehr festes Motiv sind und da muss man immer aufpassen, dass man schön locker bleibt. Und in die schattige Seite gerne ein wenig von der komplementären Farbe zu dem gelblichen Ton hier und dazu benutze ich das Kobaltviolett. Auf beiden Papieren granuliert es schön, aber ich glaube, wir sehen jetzt wirklich mal einen kleinen Unterschied. Aber es, wie gesagt, da müssen wir immer noch so lange warten, bis es getrocknet ist, weil erst dann sich die richtigen Zusammenschlüsse der Pigmente dann wirklich zeigen. Bevor ich da zum zweiten Mal drüber gehe, muss es jetzt einmal komplett trocknen. Der zweite Farbauftrag, das wisst ihr ja schon, ist etwas cremiger und dicker, aber ich will ja nach wie vor diese granulierenden Effekte noch haben, deswegen auch hier viel Wasser mit dabei. Schade ist immer in diesem Schritt, dass man dann solche schönen Effekte, wie man hier schon bekommen hat jetzt, wieder ein bisschen verliert, weil man ja wieder drüber malt. Aber
Wir schauen mal, ob wir das jetzt zum zweiten Mal auch noch so gut hinbekommen. Diese lichtbeschienene Seite taste ich natürlich jetzt nicht mehr an. Das ist ja gerade jetzt der Trick an der Sache, dass wir nur die Schattenseite der Steine ein bisschen intensivieren. Kobaltviolettton, den mische ich jetzt aber ein bisschen mit dem Potters Pink zusammen, damit das noch ein bisschen mehr, weil das Kobaltviolett alleine sehr transparent ist, das deckt mir jetzt in dem Fall nicht genug. Ein ganz bisschen für die Akzente setze ich nochmal das Eisenoxidschwarz hier an. Ein paar Punkte noch mit rein, aber eigentlich haben wir hier schon genug Dunkelheit bekommen durch das Violett mit dem Potters Pink zusammen. Ja? Und wir sehen, wie schön es hier für mich diese Steinstruktur herstellt. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick, der hat nichts mit den granulierenden Farben zu tun, aber ich verwende das immer ganz gerne, um nochmal kleine Körnchen hier drauf zu geben auf die Steine. Das ist normales Schmirgelpapier, das ist ein Aquarellstift. Und man kann jetzt auf diese Sachen hier sogar noch ein bisschen künstliche Granulation draufgeben. Kleinste Krümelchen. Und fertig ist mein Stein. Jetzt versuche ich es hier noch auf dem Baumwollpapier. Etwas cremiger, das Umbra Natur. Nicht zu sehr in dem Stein rummalen, sondern es geht wieder darum, mit flüchtigen Strichen zügig zu arbeiten, das Wasser seinen Job machen zu lassen, nicht zu sehr die Farbe zwingen. Den Stein natürlich schön rund ausarbeiten, dass der nicht zu viele Ecken kriegt. Auch hier warten wir jetzt einen Augenblick und gucken dann nochmal, wenn es getrocknet ist, drauf. Das waren meine runden Steine im warmen Spektrum und jetzt male ich noch zwei granitbläuliche Steine in dem kühlen Spektrum der granulierenden Farben. Jetzt geht es weiter mit dem bläulichen und eher eckigen Stein. Ich stelle mir da immer so einen Granitblock vor, haben wir in Schweden viel auch da rumliegen. Wieder auf dem Cansonpapier und auf dem Arschpapier. Hör auf zu lachen. Die erste Lasur werde ich jetzt mit Kobalt Azur setzen. Also ihr seht, wichtig ist es immer auch die Farben jetzt hier schön zu variieren. Wir sehen schön, wie sich die einzelnen Farben jetzt hier trennen und zusammenziehen und so kleine Steinkrisselspuren entstehen. Okay, nächstes Papier. Hier auf dem Baumwollpapier. Gleiche Geschichte, viel Wasser. Beim zweiten Farbauftrag bleibe ich wieder bei meinen vier Farben, jetzt aber in einer cremigeren Zusammensetzung. Hier oben auf der sonnenbeschienenen Seite, da möchte ich eigentlich überhaupt nichts mehr draufbringen. Hier, wenn das Licht von hier oben kommt, habe ich hier natürlich die schattige Seite hier und nachher, ganz zum Schluss, werde ich hier diese Spalten in dem Felsen nochmal ein drittes Mal behandeln. Also jetzt wird erstmal die zweite Stufe sozusagen gemalt, da mische ich mir ein bisschen Potters Pink mit Kobaltblauton.
das Gleiche auf meinem anderen Papier. Hier sehen wir jetzt schön, dass durch das viele Wasser der Farbauftrag darunter noch ein bisschen durchscheinen kann. Jetzt haben wir hier noch so charakteristische Felsspalten, die ich jetzt mit einer ganz dunklen Farbe noch als dritten Farbauftrag draufsetzen möchte. Zwischendurch musste ich noch mal trocknen, damit auch jetzt ich ganz scharfe Ränder hinbekomme. Das ist jetzt Eisenoxid Schwarz hier oben mit Kobaltviolett. Wir müssen mal gucken, ob das... Ich nehme mal ein bisschen Potters Pink dazu, damit ich wirklich eine dunkle, kräftige Farbe hinbekomme. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig anstecken mit meiner Begeisterung für die granulierenden Aquarellfarben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren.